Spotgässer, mein Leibgericht. Und damit recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge davon. Wir stürzen uns direkt ins Getümmel und erraten jeden Spot. Alarm! Männer, ich habe hier eine fremde Frauensperson aufgespürt. Ich erwarte ganze Arbeit, Leute. Das ist, weiß ich tatsächlich direkt, das ist bei City, wenn man von City aus kommt, Richtung B, Church, die Wand. Ich glaube hier, es ist genau hier. Das ist die Wand, an der man hier unten ungefähr steht, um Banane zu flashen. Also ich glaube mit hoher Sicherheit, dass das, ja, genau der Punkt ist. Überlegt ihr auch nochmal kurz. Und los. Wow. Einfacher Start, Gottes Willen. Next Gas auf. Das ist auch gar nicht so schwer. Das ist hier. Vielleicht ist es sogar diese ab... Nee, halt, das ist die Mauer, auf der man... Oder bin ich richtig? Ich glaube schon. Du hast hier den Baum in der Ecke, das Fenster und direkt danach kommt der Boost. Ich glaube, das mache ich so fest. Ja, na ala. Ich gucke kurz nach den Maps. Okay, ich habe auch Mirage und Overpass drin. Soll ich vielleicht noch was hinzumachen? Die Problematik ist halt, Ancient spielen wir wirklich nie. Da wüsste ich nur so komplett obvious Sachen. Aber komm, ich mach's rein. Aber das wird ein Graus. Anubis weiß ich noch viel weniger. Also ich meine, ich könnte sicherlich jeder dieser Maps könnte ich zeichnen. Also die Laufwege zeichnen. Aber wo dann irgendwo ein kleiner Kackefleck an der Wand ist, eigentlich unmöglich für mich. Aber wisst ihr was? Komm, ich weiß, ihr hockt mir doch schon auf der Schulter. Mach alle Maps rein, let's go. Oh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier noch großartig was raffen werde. Komm, gucken wir einfach mal, wie es wird. Oh! Ah, shit, ich glaube, es hat sich eingebackt. Es hat sich eingekackt, das steht noch von vorhin da. Mein Guess wäre genau hier. Wenn man von A oder B, oder ich kann ja noch nicht mal reintippeln. Oder ist es gegenüber? Sind die einfach gespiegelt? Oh, wobei, es könnte auch hier sein, ne? Aber ich sage jetzt einfach, mein First Guess wäre das hier gewesen und sicherlich auch mein letzter. Wie sieht's bei euch aus? F5. Ja. Okay, das ist natürlich eine absolute Gönnung. Ich bin einfach im selben Ding. Dann mache ich das tatsächlich so, wie ich gesagt habe. Und, ach, du. Gut, das wäre irgendeine andere Vase gewesen, da auf Mitte. Eieieiei. Ich werde heute nicht der letzte 0 von 100 sein. Das kann ich euch direkt sagen. Oh. Hallo Anubis. Also wenn man vom T-Spawn hier langläuft, ich meine, dass hier oben drüber auch diese Teile sind. Und ich glaube auch eins über Mitte. Ist es vielleicht die Mitte? Ich glaube, hier ist einer, der kaputt ist. Ja, ich sag, das ist hier. Oh, oder vielleicht sogar... Nee, im Wasser ist sowas nicht, oder? Ist über dem Wasser auch sowas? Oh, Gott, schön. Ja, also ich würde die Mitte vor... Anubis Main. Na, okay. War gar nicht so übel. Eieiei. Oh, die habe ich schon tausendmal gesehen. Das ist, warte. Ich glaube, so muss ich ein Aneurysma anfühlen. Du weißt exakt, dass du das schon oft gesehen hast. Aber wo? Also ich glaube, es ist am City-Spawn. Oder nee, halt. Ist das direkt vor A? Ist da so eine gelbe Wand? Ist das auf A hier? Ist das hier nicht gelb? Oh, Gottes Willen. Oder was ich eben noch meinte, es ist irgendwie hier so, wenn du da rumkommst. Aber da ist doch keine gelbe Wand hier. Da ich jetzt bereits 10 Minuten aufgenommen habe und irgendwie nur 4 Dinger geraten habe, ich meine gewusst habe, werde ich jetzt hier auf A meinen Punkt setzen, auch wenn es wahrscheinlich City Spawn ist. Es ist bei Yellow? Bei Yellow? Oh, nee. Also dieser, ey, der Engel ist aber absolut fies fotografiert, oder? Nicht in Ordnung, aber es fällt um, sprich fürs Spiel. Na, immerhin 55. Cash, Standard. Kenne ich, kann ich, mache ich. City Spawn, hoffentlich. Gott, wir haben Cash seit Jahrtausenden nicht mehr gespielt, weil es ja nicht im Map-Pool ist. Also im offiziellen halt, den wir bei eSportal spielen. Ich glaube, es ist der City Spawn, oder? Oh, oder ist es, nee, ist es der City Spawn? Ich hätte jetzt einfach mal hier behauptet, aber... Dann würde man diesen Truck oder dieses Gebilde hier sehen. Ich könnte schwören, da stand ein Auto oder sowas. Warum sehe ich das hier nicht auf dem Foto? Da ist der Engel genauso gewählt, dass man es gerade so nicht sieht. Das ist da. Na also, gar nicht großartig verwirren lassen. Einfach dem ersten Wild Guess Genüge tun. Reinschisseln. Und dann vielleicht 0 von 0 fressen. Ah ja, das 2, die Goose. Das ist Goose. Ich sage, das ist hier... Na komm, ein bisschen eingerostet, aber das 2 ist ja noch weiter weg als Cash. Nicht wirklich. Oh, das hatten wir doch schon mal. Hatten wir das nicht schon mal? Upper? Ui, zum Glück steht es dabei. Wo steht der Scheiß? Ist das genau hier? Bup! Oh. Der Drecksackspot. Wenn du Mitte eingenommen hast, du hast hier eingenudelt, vielleicht sogar den genudelt, läufst weiter, guckst hier links und guckst irgendwie hier hin, dann steht er halt da und ist in der Kreissäge versteckt. B. Sehe ich direkt B. Hier.
ist einfach zu einfach. Warum nicht 100? Wegen 10,14 Units Distance. Das ist eine Frechlichkeit. Aber in Ordnung. Oh, Porta do Gio. Das habe ich auch schon so oft gesehen. Mitte, glaube ich. Ja, ich glaube Mitte. Ich glaube bei Fuchsbau. Babla, der alte Macher! Oh, da merkt man halt Inferno gar nicht so selten. Da leben wir praktisch drauf. Wobei man muss trotzdem eigentlich, finde ich, muss man sagen, wenn man die Maps spielt, wenn man Counter-Strike spielt, guckt man halt nicht so die ganze Zeit alles an, sondern man läuft rum, man aimt gewisse Sachen ab, da wo Gegner stehen können. Das heißt, sobald irgendwie ein Punkt gewählt wird, der so off-angle ist, dass da eigentlich nie jemand steht, beziehungsweise dass es sogar komplett entfernt ist, also an einem Punkt, an dem gar niemand stehen kann, dann finde ich das schon extrem schwer. Das hier war jetzt nicht so einer, aber wir hatten in der Vergangenheit ja schon solche Punkte, die waren einfach so okay. Noch nie gesehen, noch nie drauf geachtet. Darauf wird übrigens auch heute dann das YouTube-Giveaway aufbauen. Abwarten. Wir machen mal noch eins. Leck mich im Ärmel. Ist es oben im Bums? Im Vogelnest? Ist es hier? Komm. Oh mein Gott. Eins von 100. Hängt da oben nicht auch? Ah nee, da oben steht ein PC, ne? Da hängt kein Fernseher, da ist ein PC. Gut, Train ist jetzt halt komplett lost. Also Train ist eigentlich nie bespielt. Wir haben es letztens im Gather gespielt, ja? Ja. Beruhigt euch bitte. Da haben wir alle schön zusammen reingedattelt, 5 gegen 5. Die Babbler-Community, aber ja, bei Train, da finde ich jetzt auch nicht tragisch, wenn ich das nicht weiß, weil das ist halt wirklich, wirklich ewig hier. Und als ich wirklich viel Train gespielt habe, war von meiner Seite aus Source noch aktiv. Was hing denn da bei Source? Ja, gar nichts. Also ist es ja wohl nicht so schlimm. Machen wir noch eins? Das ist auch wieder ganz leichtes Aneurysma-Feeling. Ich weiß, dass ich das schon gesehen habe, schon lange, lange her und eher selten. Aber ich kenne es natürlich. Ich muss am Ramp-Access sein. Ich spiele es im Kopf durch. Ich gehe hier lang, hier ist die Leiter, hier ist, glaube ich, kein Schild. Hier könnte das Schild sein, aber ich glaube, da passt die Farbe nicht. Hier könnte das Schild sein. Wenn du nach links gehst, kommst du zur Administration. Ist das hier vielleicht? Trophy Room? Rechts. Das ist Trophy, das weiß ich, dass das Trophy ist. Ich sage, es ist hier. Ich mache mich jetzt hier gerade an Trophy fest. Ich weiß, dass hier die Trophäen stehen. Wir haben das zumindest immer Trophy genannt und ich meine, da stehen auch Trophäen rum. Und das ist bestimmt richtig? Nah dran! Okay, ja gut, da könnte es auch stehen. Da könnte es natürlich auch stehen. Wenn du hier davor stehst, gehst du nach rechts zum Trophy Room. Ne, ihr müsst euch das halt dann gedödelt vorstellen. Dann in dem Fall links ist der Kontrollraum ist auch hier. Hier stimmt, da ist so Zeug drin. Ah, naja, komm, eins noch, ich will noch eins machen. Das hatten wir schon. Was soll ich machen, wenn wir was doppelt haben? Einfach raus, das ist der hier. Yes. Aber ich glaube, wenn ich was Doppeltes habe, sage ich einfach, dass es doppelt und überspringst. Außer ich habe es vergessen. Dann mache ich es einfach nochmal. Letzter Punkt. Ekelhaft. Ist das vielleicht hier bei A, diese Ecke? Hier ist die Treppe. Da ist grün, das weiß ich. Man kann da drauf springen. Auch bei CS2 kann man noch drauf springen, soweit ich weiß. Das ist bestimmt da. Ich bin so ein verschissener Zerstörer, Leute. Wahnsinn. So, hier am Ende angekommen, können wir mal noch geschwind ein Giveaway auflösen. Es gab für euch eine AWP Archeron zu gewinnen. Jeder Kommentar hat gezählt, außer Quatschkommentare, sowas wie weiter so. Also kurzum Kommentare eben von Leuten, die halt tatsächlich das Video gesehen haben. Die haben alle gezählt. Wir gucken rein. Wir haben 21 Kommentare. Vielen lieben Dank dafür. Schauen wir mal, was hier passiert. Habe ich mich irgendwie noch fetter gemacht? Ich gehe so hin. Raudi, bei dem Part ab 7:37 hat doch Blumi seine Wiebgriffel im Spiel gehabt. Suzuki, das ist richtig. Beziehungsweise Sanse hat das Video geschnitten und hat sich bestimmt aber mit Blumi abgesprochen. Das ist auf jeden Fall ein legitimer Kommentar. Raudi, du hast somit gewonnen. Freut mich sehr. Ich brauche von dir bitte einmal den Kommentar hier drunter, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Sowie deinen Trade-Link hier in deiner Kanalinfo. Du alter Macher. Und natürlich hauen wir auch heute wieder was raus. Und zwar eine UMP45 Exposure in FN, meine Damen und Herren. Und ihr macht wie folgt mit. Ihr fügt einfach eurem Kommentar hinzu, wie viele Fixpunkt-Smokes-Flash und so weiter ihr ungefähr kennt. So 15, 20 oder für wie viele Maps so ungefähr. Denn gerade diese Fixpunkt-Dinger helfen einem ja dann, so wie heute auch bei meinem ersten Guess, glaube ich, bei sowas wie Spotguesser, dann doch mal was zu ergattern. Weil dieses runde Fensterchen da auf Inferno, das kenne ich, glaube ich, auch nur, weil ich dort eben manchmal in der Nähe diese Flash schmeiße und deshalb dann beim Hinlaufen sehe. Ja, also so kann man mitmachen. Rein mit euch. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Danke auch für die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr, wobei ich hier direkt noch eine Exception habe. Und zwar nächste Woche am 29.08. Da hat meine Tochter Geburtstag, sie wird 2 Jahre alt und da bin ich nicht am Stream. Der Stream wird ausfallen, dafür streame ich dann einfach, ich denke, Mittwoch ein bisschen mit euch rein. Ganz gemütlich, ganz chillig, paar Mixed Games. Wird geil! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.